Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Die Sims Mittelalter. Nachdem die Glinde jetzt ihre Quest abgeschlossen hat, müssen wir uns eine neue suchen. Fell? Eine Horde. Okay, Moment. Eine Horde schrecklicher Chinchillas hatte sich im Wald außerhalb der Stadt niedergelassen. Schreckliche Chinchillas waren für ihre Grausamkeit bekannt. Okay, ich dachte, das sind kleine, süße Nagetiere. ja. Wo war ich jetzt? Ah, aber auch für ein unglaublich weiches, samtiges Fell. Eines war klar, jemand würde eine Menge Chinchillas um die Ecke bringen. Aus welchem Grund auch immer. Ja. Ich will nur kurz schauen, was die Hauptquests sind. Seuchenauftakt. Wissen statt Gewalt. Die Hexe ist wieder da. Das ändert sich manchmal, denn wir hatten auch mal die Hauptquest, dass wir uns von der Regentin, also von der Gräfin, ja, sie erledigen sollten. Keine Ahnung. Jetzt muss sie wohl nicht mehr sterben. Machen wir das mit dem Fell. Fellprotest, blutige Ernte. Das ist eine Falle. Okay, was steht bei Fellprotest? Ja, ein schreckliches Chinchilla würde dich sofort am Hals packen. Oh Gott. Wenn es die Gelegenheit dazu hätte, da fällt mir ein, das erinnert mich an Monty Pythons Ritter der Kokos, das Killerkaninchen. Seht! Gott, der Gerechte schützt eure Klöten. Ich hab euch gewarnt. Und ja, normalerweise folgen sie deinem Geruch zurück nach Hause, um deine Familie zu verspeisen. Die sind doch voll klein, wie soll das denn gehen? Oh, aber das gibt den Bürgern von... Mann. Aber das gibt den Bürgern von Simsonburg noch lange nicht das Recht, diese armen kleinen Tierchen abzumurksen. Sag ich doch, kleinen Tierchen. Wie sollen die dich auffressen? Naja gut, wenn es mehrere sind vielleicht, ja, aber... Also ich habe keine Chinchillas, aber sind die nicht... essen die nicht Gemüse? So wie Kaninchen und Meerschweinchen? Falls ihr welche habt, könnt ihr mir das gerne mal schreiben. Der Chinchilla-Plage musste ein Ende gesetzt werden. Solange sie sich in der Nähe der Stadt aufhielten, waren Sims in Gefahr. Es wurde Zeit, dass ein Held sich diesem Monster in einen wilden, blutigen Kampf stellte. Oh Gott. Die Bedrohung durch die schrecklichen Chinchillas musste beseitigt werden. Ja, aber gab es nicht eine klügere Lösung? Eine Methode, sie zu entfernen und dabei Leib und Leben zu riskieren. Machen wir mal das mit der Falle. Ich hoffe, die Chinchillas sterben dabei nicht. Oh, wir spielen mal jemand anderes. Der Schmiedgeselle Irwin. Oder Irwin? Ich würde ihn Irwin nennen. Solch fantastische Fallen können die Chinchillas einfach nicht ablehnen. Nein, Fallen. Aber bitte keine Fallen, wo sie sterben. Die Bedrohung durch die schrecklichen Chinchillas musste beseitigt werden. Ach so, das haben wir schon, egal. Hatte ich schon gelesen. Eine Herde schrecklicher Chinchillas verbreitete Chaos am Stadtrand. Jäger hatten bereits unter Einsatz ihres Lebens versucht, den Wald von den gefährlichen Kreaturen zu reinigen, jedoch vergeblich. Nur der Schmied der Stadt hatte erkannt, wie dumm es war, zarte, fleischige Sims gegen diese kleinen, flauschigen Kampfmaschinen einzusetzen. Jetzt liegt alles bei mir, sagt er sich. Ich muss diesem Wahnsinn mit meinen erstklassigen Handwerksfähigkeiten ein Ende setzen. Okay, die kleinen, süßen, flauschigen, gefährlichen Chinchillas. Also, passt bloß auf, die fressen euch. Fünf Fallen fertigen. Hier? Am Boss, nein. Schmieden. Ich nehme an, das hier wird eine Rüstung oder so. Nein, für ein Pferd vielleicht. Oh, sowas wünsche ich mir für Sims 4. Es ist immer so schwierig, sowas zu bauen. Ohne mittelalterliche Objekte. Das nimmt sehr viel Zeit in Anspruch. Kann ich mehrere bauen? Ich weiß gar nicht. Muss ich das wieder machen dann? Ach so, er macht das schon. Nein. Das ist
Der ist einer. Qualität. Okay. Okay, ich hole mal vor. Wie haben wir es immer noch? Nein. Ist das jetzt nur eine, wo er macht? Okay, müssen wir jetzt öfters machen. Na toll. Also, Runde 2. Okay, Runde 3. Runde 4. Dann haben wir es fast geschafft. So, die letzte Runde. Yay. Was hat er denn? Schmerzhaft. Ach so, ja gut, ist anstrengend. So. Die Fallen sind fertig, müssen aber noch aufgestellt werden. Aber ich bin mir nicht sicher, ob ich mich wirklich in den Wald wagen soll. Ach Gott, stellt ihr euch an. Ah, ich muss noch Steuern zahlen. Aber wo? Wo ist der Briefkasten? Ah, hier. Und dreimal erfolgreich Metall fördern. Hä? Naja. Mit Fallensteller reden. So, da sind wir. Die Banditin ist immer noch verletzt. Nichts gegen die Truhen. Das sind Fallen exzellenter Qualität. Viel besser als der wertlose Müll aus Werkesloh, weißt du was? Ich stelle die Fallen auf und sammle sie nachher wieder ein, wenn du mir die Chinchillas zum Häuten überlässt. Nein! Also gut, Irwin, gib mir Zeit, um die Fallen aufzustellen und wieder einzusammeln. Wir sehen uns in ein paar Stunden in der Schmiede. Na gut. Also ab nach Hause. Ach, ich habe das gar nicht mitbekommen gerade. Ist sie jetzt erledigt worden? Tja, es kommt davon. Ich werde ganz schön dumm dastehen, wenn der Fallensteller zurückkommt und ich nichts habe, um die Chinchillas einzusperren. Noch zwei Fallen. Ach, super. Ich hätte jetzt eher einen Käfig gedacht, aber gut. Divan, ja, Doven, Ferraga, Ubarin, Glaterion. So. Zeit vorspulen. Noch eine. Oh, er hat Hunger. Hör mal, du hast uns Jägern mit deinen Fallen gute Fälle vor der Nase weggeschnappt. Du musst uns Geld bezahlen, viel Geld, als Entschädigung für die Fälle, die wir deinetwegen nicht bekommen. Rechne bald wieder mit uns. Ach Mann, warum geht das immer so schnell weg? Ich habe jetzt keine Ahnung, was er gesagt hat. Geld besorgen. Juhu, ich habe ihnen das Leben gerettet, aber wenn ich noch länger leben will, sollte ich mir etwas Geld beschaffen. Hä? Er hat doch die Fallen geschaut. Ich bin verwirrt gerade, aber egal. Wenn ich denen das Leben gerettet habe. Ja, wie soll ich denen das Geld besorgen? Wie denn? Wo bekomme ich Geld her? Kann ich was verkaufen oder so? Ich habe keine Ahnung. Hast du Geld? Was ist das hier? Das Fördern der nötigen Materialien für neue Schwerter und Helme ist ein wichtiger Bestandteil. Ah, Erz sammeln gehen.
Na gut, die Zeit reicht nicht mehr, aber damit könnte ich ja was schmieden, oder? Ja, wo mache ich das denn? Ah, hier, oder? Ah, hier ist auch noch. Geh mal schauen. Elektrum? Naja, keine Ahnung. Sagen wir einfach mal ein. Ist das etwa elektronisch? Ja, okay, der war dumm. Der Witz. Buntmetall. Noch nie gehört, aber gut. Buntmetall. Hey. Warum ist das rot? Oh, er ist böse und abenteuerlustig. Konnte nicht sammeln? Dein Ernst jetzt? Aha, okay, einmal habe ich es geschafft. Ja, ich weiß, dass du müde bist. Dann geh halt schlafen. Jetzt mal reingehen. Böser Traum. Was? Okay. So, wenn ihr böse seid, bekommt ihr böse Träume. Stopp! Irwin, deine Fallen haben großartig funktioniert. Hier, ich habe zwei dieser Monster für dich mitgebracht. Mach damit, was du willst. Ah, beim Wächter. Diese Kreaturen sind aber auch extrem bösartig. Da kommt mir eine Idee. Oh nein. Was hast du denn jetzt für eine Idee? Wir können die Chinchillas im Käfig Schmiedegeselle Irwin nützlich sein. Ich kann die Chinchillas verkaufen, um meine Schulden bei den Jägern zu begleichen. Die sind besser als jeder Wachhund. Ich bedrohe die Jäger. Okay, das mache ich jetzt. Mit diesen Monstern in meiner Nähe werden mich alle in Ruhe lassen. Ich werde diesen Jägern sagen, dass sie sich verdrücken sollen. Ja, im Prinzip ist es auch nicht mein Problem, oder? Huch, plötzlich sind da drei Chinchillas? Wie ist das möglich? Die waren doch in verschiedenen Käfigen. Oh. Jagdanführer Arne mit Chinchilla-Mord drohen. Vermehren die sich jetzt einfach so und wir werden dann gefressen von den bösen Chinchillas. Erstmal ausschlafen, es ist ja auch mitten in der Nacht. Also von daher. Na, wie war dein böser Traum? Mit Chinchilla-Mord drohen. Wenn du nicht aufhörst, mich zu belästigen, dann schmeiße ich die Chinchillas auf dich. Bis sie dich auch fressen. Sie spielt vor. Die klappen sich und die spielt davor was. Okay. Beim Wächter ist das ein schreckliches Chinchilla. Alles klar, Kumpel, wir lassen dich in Ruhe. Du hast jetzt größere Probleme als ein paar Jäger. Viel Glück. Er meint sicher den Mythos über die schnelle Reproduktion der Chinchillas. Irgendwie komisch geschrieben, oder meine ich das nur? Egal. Ich werde die Viecher besser los, bevor sie sich vermehren. Aber wem könnte ich sie verkaufen? Ja, gute Frage. Schade, dass man die Chinchillas nicht sieht. Also das hätten die doch noch einfügen können. Nein. Du willst schon verkaufen, was? Keine schlechte Entscheidung. Ich habe meine an einen Chinchilla-Liebhaber in der Nähe der Hafenanlage verkauft. Wenn du dich beeilst, erwischst du ihn vielleicht noch. Okay. Oh Gott. Über Chinchillas reden. Mehr Chinchillas? Fantastisch. Ich war gerade dabei, die hier zu ersäufen. Oh, das wusstest du nicht? Ja, ich schmuggle Chinchillas ab. Es gibt auch mehr humanere Methoden, aber das hier macht mir Spaß. Ich zahle 100 Simoleons pro Chinchilla, interessiert. Oh. Selbst diese Kreaturen haben ein solches Schicksal nicht verdient. Ich lasse sie im Wald frei. Das mache ich jetzt auch. Ich werde diese kleinen Biester im Wald freilassen und die Sache hinter mir lassen. Die armen Tiere. Abenteuer beginnen? Achso, Chinchillas freilassen. Wehe, du beraubst mich jetzt. Schaut euch mal an, wie sie aussieht. So oft hat sie schon auf die Mütze bekommen.
bist auch verletzt. Sir Michael, ah. Der war doch bei ihr gewesen, da oben am Wald. Der hat auch auf dem Boden gelegen, glaube ich. Ich weiß nicht mehr. Ah ja. Ha, sie hat uns nicht gesehen. Ach, schon beendet. Ich hoffe, ich werde diesen Akt der nächsten Liebe nicht bereuen. Na dann, müssen wir uns noch eine neue Quest aussuchen. Aber ich könnte mal schauen, was sie hier noch bauen können. Uns fehlt noch der Spionagetrakt. Oder Spiontrakt. Nein, ich wollte Möbelier drücken. Nein. Ach, egal. Ach, nehmen wir den hier. Hämisch, weiß, keine Ahnung. Einrichten. Ach, dann müssen wir das Ganze ja auch noch einrichten. Aber da ist schon was an Bett. Na komm. Das ist jetzt nur so provisorisch. Ja, ich glaube, es ist so provisorisch. Ich hätte gerne... gibt es nichts Größeres? Ach so! Hier, Wand... Deckenlampen, wenn dann eher sowas. Eine Kochstelle. So, jetzt müssen wir auch noch bauen. Noch einen Nachttisch. Dann nehme ich lieber so eine Kerze oder irgend sowas, keine Ahnung. Da, bitteschön. vielleicht noch einen Tisch. Und Stühle? Wo sind die denn? Bei Komfort wahrscheinlich, ja. Esszimmerstühle. So. Das reicht, oder? Vielleicht noch ein bisschen Deko. Oh, ist wie riesig. Warum sind die so riesig, die Sachen? So, das war's aber, oder? Das. Gehört das dazu? Ich glaube ja. Okay, erstmal noch eine Deckenlampe. Leuchte. Lampe. was braucht ihr denn noch? Ich habe keine Ahnung. Unterhaltung, Hygiene. Naja, ihr müsst doch wohl irgendwann mal auf die Toilette gehen, oder? Waschzuber. Ach, nehmen wir noch eine Badewanne. Kinder, ach, hier sind Spielsachen. Oh, habe ich jetzt für die Prinzessin gar nicht hingemacht. Naja, egal. Sie wird es überleben. Vielleicht noch ein Bücherregal. Oh, unser Geld ist fast leer. So, noch eine Truhe. Keine Ahnung. Ich glaube, das reicht, würde ich sagen. Wie kann ich das beenden? Ah, hier. Oh, ich habe kauffreudig abgeschlossen. Yay. es fehlt noch was. Ah, da reichen die Punkte nicht mehr. Naja, machen wir den Zauberturm das nächste Mal. Aber erstmal eine neue Quest aussuchen. Was, das Ende der Welt? Oh Gott. Nichts verbreitete sich im Königreich so schnell wie schlechte Nachrichten. Als ein abgemagerter Sim auf Reisen mit der Nachricht einer bevorstehenden Katastrophe in die Stadt kam, wussten bald alle davon. Simsimburg hatte seinen eigenen Unheilsverkünder. Okay. Aber verbarg sich hinter diesen bedrohlichen Worten eine wirkliche Gefahr? Ja, das ist die Frage. Soll ich jetzt ein Hauptquest machen? Ach komm, wir fangen das einfach mal an. Ich habe leider nicht mehr so viel Zeit. Ich fange sie jetzt mal, starte sie und wir machen sie in der nächsten Folge. Keine Sorgen hier, das Ende naht. Okay, okay, es kommt kein Ende zum Glück. Auch die Panik ver... Gruppenanforderung? Oh, es wird vielleicht mit mehreren gemacht. Auch die Panik verbreitete sich in Simsimburg schnell, ob an den Behauptungen des reisenden Sims nun etwas dran war oder nicht. Das Königreich konnte sich keine Massenpanik leisten. Jemand musste das Übel an der Wurzel packen, bevor sich die Dorfbewohner in einen angstgetriebenen Haufen verwandelten. Ah, unser Spion. Na dann können wir ihn doch gleich mal spielen. Und die Dietlinde. stopp! Was? An jedem Tag lag etwas in der Luft. Tiefe Traurigkeit schien auf dem Volk zu lasten, die im ganzen Königreich Unbehagen verbreitete. Ach, und der Spion Hamisch oder Hämisch
und Minnesängerin Dietlinde nahmen es wahr und waren entschlossen, jeder auf seine Weise, die Quelle des Unmuts ausfindig zu machen. Doch konnten zwei einsame Helden die hereinbrechende Welle der Furcht zurückdrängen? Gut. Ach, er ist auch böse. Was hast du für ein Problem? Ach so, es gefällt dir gut. Ich dachte schon. Ach, noch die anderen Sachen kurz betrachten. Ja, vielleicht können wir später mal ein paar Sessel oder sowas hin machen. Obwohl, das könnte ich noch machen. Es ist mir gerade so aufgefallen, das ist irgendwie noch so leer. Wohnzimmerstühle. So, hier ist so eine Ecke zum Lesen oder sowas, keine Ahnung. Kaffeetische. Ach, das funktioniert ja auch, wusste ich gar nicht. Ich kann ja auch Alt gedrückt halten und die Sachen verschieben, das wusste ich nicht. Ah, ich dachte, es geht besser ins Mittelalter nicht. Haha. Schon viel besser, so. Noch irgendeine Kerze oder sowas? Ah, falsch. So. Und vielleicht noch ein Teppich. Ach ja, wenn ich einmal anfange zu bauen, dann kann ich nicht mehr aufhören. Ich kann dann nicht aufhören. Das ist schlimm. So. Okay. Das reicht auch für heute. Wir machen dann in der nächsten Folge mit der Hauptquest dann weiter. Also dann, bis zum nächsten Mal. Tschüssi.